Bernard Guy, ein erbitterter Gegenspieler von Bruder William, triumphiert. Schon kurz nach seiner Ankunft hat er zwei Ketzer auf frischer Tat überführt. Ein schwarzer Hahn, eine schwarze Katze, satanische Riten. In blindem Eifer lässt Bernard Guy die beiden Werkzeuge des Teufels festnehmen. Not when faced with such irrefutable evidence. A witch? A seduced monk? Satanic rites? Lock them up! Der Schriftsteller, sagte Orson Welles einmal, braucht einen Federhalter, der Maler einen Pinsel, der Filmemacher eine ganze Armee. Kloster Eberbach, 2. Dezember 85. Es geht um eine Schlüsselszene im Film und im Roman. Der Inquisitor wird, am Tag nach seinem Auftritt im Stall, über drei arme Ketzer das Urteil sprechen. Eberbach erwartet ein Massenaufgebot. 20 Charakterrollen, 80 Statisten. Früh am Morgen treffen die ersten ein. Tonino Delli Colli, der Kameramann von Pasolini, Sergio Leone, Fellini, gibt Anweisungen zum Einleuchten der Gerichtsszene. Kerzen und Öllampen sind die Vorgaben der düsteren Zeit. Umberto Eco hat versucht, seine Leser mit einem stimmigen Mittelalter der Worte, großer theologischer Diskussionen zu überzeugen. Jean-Jacques Annaud setzt auf ausdrucksvolle Schauspieler, perfekte Masken, handgewobene Kostüme, auf äußere mittelalterliche Stimmigkeit. Oscar-Preisträger Mary Abraham ist ein prominentes Opfer von Annauds Detailbesessenheit. Der Salieri aus Mozart verwandelt sich in den päpstlichen Inquisitor Bernard Guy. Bernardo Guy represents the corruptibility of power, of complete power. Bernard Guy ist die Verkörperung von Machtmissbrauch, der Inbegriff einer alles beherrschenden Macht. Er ist zugleich Richter und Geschworener. Das Böse ist für ihn das, was er für das Böse hält. Er glaubt sich von Gott dazu auserwählt, das Böse auszurotten. Das kommt oft vor, auch heute noch. That's a very common thing today. Die Fraktionen sind zum Prozess versammelt. Die satten Gesandten des Papstes, die traditionsbewussten Benediktiner. Die Franziskaner bleiben im Hintergrund. Es geht nicht nur um Glaubensfragen. Hier wird handfest Politik gemacht. War Christus arm oder durfte er besitzen? Eine Debatte beginnt, die ferne Zeiten merkwürdig nahe rückt. Das Mittelalter, das ich beschrieben habe, war eine Zeit des radikalen Übergangs in Technik, Politik und Gesellschaft. Neue Völker, neue Rassen, neue Sprachen haben sich herausgebildet. Es war also auch eine Zeit großer Unsicherheiten. Und ich war der Ansicht, dass unsere Gesellschaft heute, ob man sie nun postmodern oder spätindustriell nennen will, sich ebenso in einer Übergangsphase befindet, also auch in einer Zeit der Ungewissheit. In schweren Ketten sind Salvatore, das Bauernmädchen und Remigius vorgeführt worden. Auch der dicke Kellermeister, ihn spielt in seiner letzten großen Filmrolle Helmut Qualtinger, ist der Ketzerei angeklagt. Den Klassenkampf zwischen Arm und Reich, sagt Umberto Eco, die Auseinandersetzungen über orthodoxen Glauben und Ketzertum, alles haben wir vom Mittelalter geerbt. In den letzten Jahren habe ich nur meinen Bauch vollgestopft, herumgehurt und den Zehnten aus den hungrigen Bauern herausgepresst. Aber ihr habt mir die Kraft gegeben, mich an meinen Glauben zu erinnern. Habt ihr nicht mutwillig das Eigentum der Kirche verbrannt oder geplündert? Ja, um es den Menschen zurückzugeben, die ihr bestohlen habt. Und habt ihr nicht auch Bischöfe und Priester umgebracht? Ja, es ist der Kellermeister, gutmütig, dick, idyllisch. Und diese Figur ist ein ehemalig Aufsässiger, den der Inquisitor schon kennt
und der aber im Film so eingeführt wird, dass er einfach ein leicht korrupter, unangenehmer Kerl ist, der sich zum Schluss aber dann als anderer Charakter entpuppt. Es fehlt auch der Verdacht natürlich auf ihn, der Mörder zu sein, wie das in jedem Kriminalfilm. Salvatore und Remigius bereiten sich mit auffälligen Nasen und merkwürdig vielsprachigem Kauderwelsch auf ihren schweren Opfergang vor. Yes, so that the holes coincide with my holes. Sisi, Sisi Domine Bellissimi, Sisi, Eritenaite Paterini, Gesesi, Speronisti, Circumcisi, I know homo literatus, ma io sin sine malicia, and I hope, Signor Bernardo Magnificentissimo. Wer hat die Mönche im Kloster wirklich umgebracht? Salvatore gestand unter der Folter, und die heilige Inquisition findet ihre Schuldigen. Sie spricht nicht im Namen der Wahrheit, sondern im Namen des Papstes Recht. Guilty is Remigio de Varaginem, who in addition to being unrepentant of his former heresies, was caught attempting to escape after murdering the herbalist. Der Inquisitor und das Mädchen. Aus zwei Nebenrollen im Roman hat Jean-Jacques Annaud zu kräftige Hauptfiguren gemacht. Der Böse und die namenlose Schöne. Beide bekommen ihr wohlverdientes Ende. Zum einzigen Mal so deutlich orientiert sich Anno nicht an der rauen Wirklichkeit des Mittelalters, sondern tröstet seine Zuschauer mit einem unwahrscheinlichen Schluss. Einem gefälligen Happy End à la Hollywood. Je pense que Umberto est certainement beaucoup plus négatif. Umberto ist wohl viel negativer in seiner Konzeption der Welt als ich. Hier werden wir auf jeden Fall voneinander abweichen. Ich glaube an die Stärke der Gefühle, an die Leidenschaft. Eco glaubt gewiss weniger daran, auch wenn er auf andere Weise leidenschaftlich ist. Wir haben einen ganz anderen Lebenslauf. Er ist Wissenschaftler und ich stürze mich in das menschliche Drama. Das ist mein Metier. Guilt is this witch. Who has seduced a monk. Schuldig ist die Hexe, schuldig der Ketzer Salvatore, schuldig ist Remigius. Seit Tagen schon ist das Team mit dem Prozess, mit Massenszenen und einzelnen Auftritten beschäftigt. Bruder William fordert noch immer Gerechtigkeit. Dem eifernden Urteilsspruch seines Widersachers begegnet er, wir sehen Connery in einer Probe, mit besonders ruhigem Ton. Ja, Remigius ist schuldig. Schuldig, weil er die Botschaft des Evangeliums falsch gedeutet hat. Schuldig, weil er die Liebe zur Armut mit der blinden Zerstörung von Besitz und Reichtum verwechselt hat. But, my Lord Abbot, he is innocent of the crimes that have bathed your abbey in blood. Er ist jedoch unschuldig an den Verbrechen in der Abtei, denn Remigius kann nicht Griechisch lesen. Ehrwürdiger Abt, er ist gänzlich unschuldig an den Verbrechen, die eure Abtei in Blut getaucht haben. Denn Bruder Remigio ist des Griechischen nicht mächtig. Und das Rätsel, das es zu lösen gilt, ist entstanden durch den Diebstahl eines Buches, geschrieben in Griechisch und das nun versteckt ist an einem geheimen Ort der Bibliothek. Da das Urteil der Inquisition von Bruder William angezweifelt wurde, sind wir gezwungen, dem Gefangenen das Mordgeständnis zu entreißen. Führt ihn in die Schmiede und zeigt ihm die Instrumente. Nein. Ich werde alles gestehen. Alles, was ihr wollt.